Auch von mir nochmal herzlich willkommen heute Morgen nach einem tollen Vortrag vom Ulrich Gurski. Erwartet uns jetzt der Vortrag mit dem Titel KI im Publishing, selbstbewusster Phrasendrescher oder Terminator von Steffen Meyer. Herr Meyer blickt, ich möchte auch erst ein paar Worte bei Herrn Meyer erzählen, blickt auf lange Erfahrung als Redakteur, Journalist und Mitarbeiter in diversen Werbeagenturen und Systemhäusern zurück. 2016 gründete er den Digital Publishing Report. Das ist eine Medienplattform, die Experten, Publisher und Technologieanbieter gleichermaßen zusammenführt, praxisnah zusammenführt. Und jemand, der über so eine Expertise verfügt und so praxisnah arbeitet, der kann in einem Vortrag natürlich nur mit ganz konkreten Praxis oder auch mit ganz konkreten Praxisbeispielen punkten. Und dafür freuen wir uns jetzt drauf, dass Herr Meyer ein wenig Licht ins Dunkel rund um ChatGPT und andere KI-Anwendungen bringt und vor allem uns auch einen grundlegenden Überblick und ganz konkrete Anwendungsbeispiele geben wird. Vielen Dank, Herr Meyer. Die Bühne ist Ihre jetzt. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Schwörer. Vielen Dank für die Vorschusslobe in Form von Applaus. Und wir machen auch gleich mal einen kleinen Mensch-Maschinentest. Guten Tag, ich darf Sie recht herzlich zum Vortrag des Referenten Steffen Meyer begrüßen. Er wird sich mit dem Thema künstliche Intelligenz, Publishing und Cat-Content beschäftigen und ich hoffe, er geht Ihnen nicht auf die Fackel. Good afternoon. I would like to welcome you to the presentation. Guten Tag, ich möchte Sie willkommen heißen beim Vortrag von Steffen Meyer. Er spricht über KI, Publishing und Cat-Content. Hoffentlich geht er Ihnen nicht auf die Nerven. Okay. Ein berühmten Mensch-Maschinentest und ich muss sagen, Frau Schwörer, Ihr Mandarin war jetzt nicht so perfekt, aber es war deutlich charmanter. Das war übrigens ein Tool von einem deutschen Startup, AnimateMe. Im Endeffekt ist es so, die generieren Avatare auf der Basis von Fotografien. Der Rest, Sprachausgabe, funktioniert über ganz normale Texteingabe und über Übersetzungstools, deswegen auch Mandarin und Englisch mal so als kleines Beispiel. Frau Schwörer hat mich schon vorgestellt, deswegen muss ich eigentlich nicht wahnsinnig viel zu mir sagen. Generation Kassettenrekorder bzw. Fixo Gumm. Relevant für heute, weil ich einiges dazu erzählen werde, ist, ich sage mal, die Medien, Vergangenheit, viel Fachverlage, viel Journalismus, viel Tageszeitung und Gründer, Publisher, Digital Publishing Report, was wir machen, früher nannte man sowas Verlag, heute nennt man sowas Medienplattform, weil wir primär digital unterwegs sind und viele Dinge machen, wie zum Beispiel Webinare und Digitalkonferenzen, Newsletter und so weiter und so fort. Vor allem vor dem Hintergrund, weil wir hier einige Dinge mal exemplarisch im Bereich KI umgesetzt haben, die ich Ihnen nachher gerne mal, so ein paar kleine Beispiele, die ich Ihnen gerne zeigen würde. Das heißt, im ersten Teil einfach mal gucken, Beispiele, die wir haben, Anwendungsszenarien, was Medienunternehmen gerade im Moment machen. Und ich würde dann im zweiten Teil nochmal einen Schritt zurückgehen, mehr aus der Vogelperspektive gucken, was macht das da draußen eigentlich? Künstliche Intelligenz, welche Herausforderungen haben wir, Urheberrechte und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt erstmal ein kleiner Blick darauf, was passiert eigentlich im Publishing im Moment und ein paar grundsätzliche Dinge zum Thema, welche Einsatzszenarien gibt es eigentlich im Publishing? Was für Möglichkeiten haben wir eigentlich durch den Einsatz von AI? Was wir immer wieder hören, ist der Bereich Publikationsprozesse effizienter und kostengünstiger gestalten. Also so dieses assistierende, die assistierende KI, die hier einiges erleichtern kann. Gerade im Bereich der Inhalteerstellung, kann aber auch im Bereich, kommen wir heute auch noch zu, E-Commerce sein. Das Thema auf eine Person ausrichten, also das Thema Personalisierung spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Über KI, über Machine Learning,
Was so die einzelnen Definitionen Machine Learning, AI und so weiter, da gehe ich heute nicht drauf ein. Aber was man mit Machine Learning im Endeffekt erfährt über die Nutzer, Nutzerinnen da draußen, wie man zum Beispiel individualisierten Content ausspielen kann und natürlich, was Maschine kann. Machine Learning ist sehr, sehr große Datenmengen analysieren, um zu gucken, gibt es irgendwelche Cluster, Interessensprofile und so weiter und so fort. Produktivität von Publishern oder generell auch von Unternehmen erhöhen, Zeit, Ressourcen sparen, hatten wir vorher auch schon, aber hier kommt schon so Thema Content-Kuration, Übersetzung, Bilderkennung, Social Media zum Beispiel ist ein Einsatzgebiet. Dann, das finde ich insofern relativ interessant, KI kann helfen, Qualität von Inhalten zu verbessern, um zum Beispiel automatisch nach Plagiaten und so weiter zu gucken. Das heißt, KI ist ein ideales Tool, um eigentlich Plagiate herzustellen, kann aber gleichzeitig helfen, diese Plagiate zu erkennen. Und natürlich ganz klar, wir sind ja alle Wirtschaftsunternehmen, irgendjemand muss am Ende des Tages die Miete zahlen, auch das Thema Monetarisierung von Inhalten, hier Beispiel Anzeigenplatzierung, Preisgestaltung, gerade im E-Commerce sehr, sehr wichtig, da kann KI helfen. Die letzten Bereiche ist Distribution von Inhalten, also über welche Kanäle, zu welcher Zielgruppe. Es gibt ja so im Marketing diesen Spruch, die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal an die richtige Person ausspielen. Solche Dinge können gemacht werden. Thema Fake News, Desinformation bekämpfen, Qualität von inhaltlichen, von journalistischen Inhalten fördern und Inhalte, das kann man jetzt als Vor- und Nachteil sehen, schneller und in größerem Umfang zu erstellen. Also das ist mal so generell das, was KI im Publishing generell machen kann. Und das Spannende ist, oder das Interessante an der ganzen Sache ist, das sind keine Überlegungen von Herrn Mayer, sondern es war schlicht und ergreifend eine Eingabe eines Prompts. Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf das Publishing in ChatGPT? Und das kam als Antwort raus. Das heißt, die KI gibt mir hier eigentlich schon mal relativ relevante Ergebnisse auf die Fragestellung, welchen Einfluss hat KI auf das Publishing? Das war jetzt sehr allgemein. Was ich jetzt mal machen möchte, ist ein paar Dinge aus, ich sage mal so, aus unserem persönlichen Arbeitsumfeld mal etwas genauer beleuchten. Und hier eine kleine Frage an das Publikum, an das Auditorium. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit ChatGPT oder ähnlichen KIs experimentiert? Einfach mal experimentiert. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Jetzt die Hand wieder senken, genau. Und zweite Frage, wer nutzt KI eigentlich regelmäßig? Das ist ja auch eine ganz ordentliche Menge. Wir haben mal unsere Community befragt, weil wir natürlich auch wissen wollten, okay, wie sieht eigentlich der Stand der Nutzung von KI aus? Weil wir haben im Moment, was kann man so sagen, wir haben eine Hype-Situation, ne? Also jeder redet über ChatGPT, über KI und so weiter. Man kann LinkedIn nicht mehr, das hatten wir gestern schon ein paar Mal, man kann LinkedIn eigentlich nicht mehr aufmachen, ohne auf irgendwas zu stoßen, von wegen hier ein neues Tool und was weiß ich was. Es ist aber immer interessant zu gucken, auf welchem Level sind die Leute unterwegs. Also treiben die nur diesen Hype vor sich her, haben aber selber keine persönliche Erfahrung. Gerade im Web 3 oder Metaverse-Bereich ist es so, dass viele Leute einfach keine, naturgemäß keine Erfahrung haben. Und hier haben wir mal unsere Community befragt, wie sieht eigentlich die Nutzung aus? Und der erste Punkt hat mich jetzt nicht so überrascht, dass 92% unserer Community KI nutzt, aber immerhin fast die Hälfte das schon regelmäßig im Einsatz hat. Also insofern kann man hier eigentlich jetzt nicht mehr, und darum geht es mehr, von einem Hype reden, sondern eigentlich wirklich darum, das Zeug ist so langsam richtig produktiv im Einsatz. Auch bei uns, da zeige ich nachher noch ein paar Beispiele. Und unsere Community ist immer relativ, ich sage mal, kommunikativ. Die haben uns natürlich auch eine Menge Feedback zurückgespielt. Und ich fand es auch hier interessant zu sehen, wie man diese einzelnen Bereiche sieht. Also ChatGPT besser als sein Ruf. Je nach Fragestellung ist das System komplett überfordert und produziert blanken Unsinn. Das ist dieses KI-Halluzinieren.
Und die größte Herausforderung, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, wird darin bestehen, die Kontrolle über die KI zu behalten und alles kritisch zu unterfragen. Das ist eine sehr, sehr aktuelle Diskussion, die wir haben. Ich glaube, gestern Google-Chef, der meinte, von wegen, man müsste da doch etwas genauer hingucken, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Und wenn der das schon sagt, muss ja was dran sein. So, jetzt aber, ich hatte ja versprochen, ganz praktisch, ganz pragmatisch, wie wird sowas eingesetzt? Und aus unserer Redaktionspraxis mal wirklich auch ein Rechenbeispiel, dass man einfach mal sieht, okay, was passiert da eigentlich? Wir haben einen wöchentlichen Newsletter, den DPR Weekly liegt auf der Hand. Da ist meine Aufgabe immer so, ich sage mal so aus dem internationalen Publishing-Umfeld zu gucken, was sind relevante Informationen und die Inhalte zusammenzufassen und auf den Originalartikel zu verlinken. Das ist relativ viel aus dem amerikanischen Bereich, das heißt, ich muss dann hergehen, muss erstmal verstehen, worum geht's da eigentlich. Ich gebe offen zu, manchmal setze ich da auch DeepL ein, damit es eine Spur schneller geht, aber ich muss das Zeug lesen, ich muss mir überlegen, wie fasse ich das zusammen, schreibe dann 4, 5, 6 Zeilen zu dem Thema und verlinke dann auf den Artikel. Na, also 4 Abstracts pro Newsletter. Wir haben 50 Ausgaben, das heißt, sie kommen aufs Jahr gerechnet auf etwa 67 Stunden. Und dann kam ChatGPT um die Ecke und da habe ich mir gedacht, okay, probieren wir das doch mal konkreter aus. Das heißt, ich werfe da mit einem bestimmten Prompt, bitte in 7 Sätzen zusammenfassen, verwende nicht folgende Worte und so weiter und so fort, den Link rein oder kurz den Originaltext rein. Und meine Aufgabe ist dann eigentlich im Nachgang eher nochmal kurz querlesen. Klingt das plausibel? Ist das halbwegs okay? Und das Ganze dann praktisch in die Produktion zu geben. Das heißt, ich komme hier auf einen Aufwand von mit KI von 6,7 Stunden. Ich habe das dann auch mal mit einem Stundenlohn, die Leute im Publishing-Bereich kriegen nicht so viel Geld, mit einem Stundenlohn von 25 Euro mal quergerechnet. Und da komme ich auf 1507 Euro im Jahr. Das ist jetzt mal im ersten Moment, für uns arme Publisher ist das eine Menge Geld, aber ist jetzt im ersten Moment einmal nicht so wahnsinnig viel Geld. Der eigentlich entscheidende Faktor ist A, ich spare mir 60 Stunden. Das ist bei mir eine Arbeitswoche. Also ich spare mir eine ganze Arbeitswoche, in der ich irgendwelchen anderen Unfug machen kann. Und die Technologiekosten dafür sind 0 Euro. Und das nur mal, dass Sie mal sehen, wie man sowas exemplarisch auch mal durchrechnen kann, mit einem ganz, ganz kleinen Objekt, was wir da gemacht haben. Da haben wir natürlich weiter herumexperimentiert. Was wir inzwischen auch machen, ist zum Beispiel, wenn wir Artikel veröffentlichen, Abstracts über ChatGPT erzeugen, die hinten hinzuhängen, die bewusst inhaltlich nicht zu verändern, damit Mensch mal gucken kann, wenn ich einen Artikel lese, wie ist eigentlich die Zusammenfassung. Was wir machen ist, was leider nicht alle machen, wir machen das kenntlich. Also Sie sehen das hier an dem kleinen Roboter-Icon. Alles, was bei uns mit der KI gemacht wurde, ist auch entsprechend klassifiziert, ist auch transparent, damit man einfach sehen kann, was passiert. Und hier an dieser Kleinigkeit sieht man auch, ich sage mal so, die KI macht auch manchmal das, was sie will, egal was mir sagt. Ne? Also die Aufgabe ist, vermeide Sätze wie Text beschreibt, Artikel beschreibt, dieser Text beschäftigt sich mit. Und dann kommt, der Artikel beschäftigt sich mit. Na, das ist natürlich, da habe ich nicht weit genug gedacht, dass die Maschine natürlich solche Dinge dann, also Zusammenhänge zwischen Text und Artikel nicht erkennt. Und da kommen solche Sachen dann entsprechend raus. Aber Summaries jetzt mal, na, also wir hatten vorher Zusammenfassung von Inhalten. Oder hier Zusammenfassung von Artikeln geht hervorragend. Ich habe auch schon ganze Artikel schreiben lassen, also so mit dem Prompt. Gib mir die 5 Vorteile und die 5 Nachteile von Messenger-Marketing für Unternehmen. Klappt, wie man vorher auch gesehen hat, na, Vorteile für Publisher, Einsatz KI, klappt wirklich überraschend gut. Und ich rede die ganze Zeit über 3 und GPT 3 und 3.5, also nicht über diese super High Deluxe 4er Version und so weiter, sondern wirklich so für das Bodenpersonal, für die Version, mit der ich da arbeite. Das ist schon extrem gut.
Was ich auch mal spaßeshalber gemacht habe, was auch ganz gut funktioniert, ist Inhaltsverzeichnisse bzw. Vorworte auf der Basis von Inhaltsverzeichnissen. Das heißt, ich gehe her und ChatGPT sagt, schreib mir ein Vorwort für ein Magazin mit folgenden Inhalten, dann kopiere ich das Inhaltsverzeichnis noch rein und dann schreibt er mir wunderschöne Vorworte. Na, wunderschön nicht, meine sind besser, behaupte ich jetzt mal ganz subjektiv, aber die sind schon mal ganz ordentlich, was da hinten rauskommt. Und in dem Bereich, Sie haben jetzt so ein paar Low-Level-Beispiele aus unserer täglichen Praxis mal gesehen, in dem Bereich sind natürlich jetzt auch große Medienunternehmen ganz massiv unterwegs. Hier die Funke-Gruppe, die zum Beispiel mit KI ein komplett individualisiertes E-Paper erstellt. Das ist ja immer der, mit Verlaub, verzeihen Sie, der feuchte Traum vieler Zeitungsverleger, individualisierte Zeitungen auszuliefern. Das hat man im Print ein paar Mal probiert, das hing gnadenlos schief, aber jetzt im Digitalen scheint das Ganze dann doch erreichbar zu sein. Hier ein paar Beispiele für andere Dinge, die gerade passieren, zum Beispiel Printauflagenplanung. Da gibt es ein Projekt Trendradar, nennt sich das. Da ist beteiligt Herder, da ist beteiligt Klett und so weiter. Also größere Verlage, größere Händler, die einfach mal gucken, auf der Basis dessen, was in der Vergangenheit passiert ist im Bereich der Auflagen, also wie viel konnten abgesetzt werden, inklusive vieler Umfeldinformationen im Bereich Trendforschung und so weiter. Was wäre die richtige Zielauflage für ein Produkt? Der Grund dahinter ist schlicht und ergreifend Papierkosten, Lagerkosten minimieren und so weiter und so fort. Was schon länger gemacht wird, ist der Bereich Metadatenanreicherung. Also generell mal Metadaten generieren, das ist ja was, mit dem sich viele Publisher sehr, sehr schwer tun. Und wenn die KI sowas machen kann und auch noch aus Versehen sinnvolle Ergebnisse zurückliefert, ist das ja schon mal ganz gut. Und ein anderer Bereich, wo gerade viel experimentiert wird, ist das Thema Churn Prevention. Da geht es einfach darum, also im Endeffekt zu identifizieren, aufgrund bestimmter Faktoren wird der Herr Meier in etwa 13 Monaten sein Zeitabo kündigen. Das heißt, wir müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt müssen wir reagieren mit irgendwelchen Reaktivierungskampagnen und so weiter und so fort. Und auch hier wird KI inzwischen eingesetzt. Ich gehe mal so durch die einzelnen Medienformen durch, KI und Audio, also Text automatisch in Sprache umsetzen. Da hatten wir ja vorher schon, inklusive Mandarin, was ich ja nicht verstehe, ein Beispiel. Im Bereich Hörbuch, also wenn ich ein Hörbuchverlag wäre, eigentlich generell, wenn ich ein Verlag wäre, hätte ich gerade ein bisschen Sorge, aber egal. Wenn ich ein Hörbuchverlag wäre, hätte ich ein bisschen Sorge vor Dingen wie, was Google gerade macht, also diese Auto-Narrated Audiobooks, das heißt Text rein und dann kommt ein Audiobook hinten raus. Da haben wir natürlich ein bisschen, was wir auch vorher schon als Beispiel hatten, das sehr individuelle, charmante von Frau Schwörer, mich anzumoderieren und die Maschinenstimme. Da ist natürlich noch eine Menge Luft nach oben. Aber es wären so die ersten, also um einfach mal ein Audiobook zu erstellen oder einen Zeitungsartikel zu vertonen, taugt das Zeug eigentlich schon ganz gut. Inklusive auch hier im Bereich, sagen wir mal, Prozessoptimierung, die berühmte Ä-Schnittsoftware. Jeder Podcaster und Podcasterin jubelt gerade, dass es Software gibt, wo man einfach das Audio-File reinschmeißt. Und die ganzen Äs und Ös, also ich bin bekannt für sowas, die werden dann automatisch einfach rausgeschnitten. Das spart unwahrscheinlich viel Zeit. Ich habe mich vor kurzem mal mit einem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk unterhalten, der war total happy darüber. Also er sieht KI insgesamt auch etwas kritischer, aber das zu nutzen, findet er cool. Ja. Es gibt im Radiobereich erste Experimente, was weiß ich, komplette Radioshows, die KI unterstützt gemacht werden. Und ein Privatsender, Radio Gong, die haben das, glaube ich, vor 6 Wochen oder so lanciert. Den Radio Ad Maker, da ist es im Endeffekt so, dass sie sagen, okay, ich möchte für
gebe ein paar Stichworte ein, gebe einen Zeitraum ein. Die KI erstellt ein Jingle, eine Radiowerbung für Sie. Die wird zum richtigen Zeitpunkt dann entsprechend auch ausgespielt und so weiter. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist zu sagen, ich bin Firma so und so, ich habe das und das Projekt Produkt. So und so lange möchte ich das anbieten und hier ist PayPal. Zack, mehr müssen Sie, um Radiowerbung zu machen, eigentlich gar nicht mehr tun heutzutage. Ein Bereich, der sehr kritisch gerade im Moment zu Recht diskutiert wird, ist so Thema Bild, Bewegtbild und Bild. Viel im Einsatz im Bereich Infografiken. Da sind viele Grafiker sind ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich haben sie gutes Geld damit verdient, wenn sie 3 Tage an der Infografik dran saßen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch froh, wenn das Gelumse mal eine KI macht. Die kennen Sie oder haben Sie zumindest mal schon mal gehört, DALL-E mit Midjourney in der Version 5, fast schon fotorealistisch. Also wer zum Beispiel Produktfotos hat und will die in der anderen Umgebung, sagen wir mal New York oder sowas darstellen, der muss nicht mehr, Thema hatten wir gestern ein paar Mal diskutiert, der muss nicht mehr nach New York fliegen, sondern der kann das entsprechend mit künstlicher Intelligenz wirklich fotorealistisch inzwischen machen. Adobe hat jetzt nachgezogen, Ingo Eichel wird das, glaube ich, heute auch nochmal präsentieren mit Adobe Firefly, was auch auf einer rechtlich etwas sicheren Seite ist und auch sehr, sehr gute, ich glaube, ich bin am Freitag bin ich freigeschaltet worden, haben mal rumexperimentiert, schon mal sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und was ich eigentlich sagen wollte, es gibt auch noch andere, zum Beispiel den Microsoft Bing Image Creator, mit dem habe ich diese ganzen Katzenbilder, deswegen Cat-Content erstellt. Und zwar auf primitivste Art und Weise. Ich bin hergegangen, habe einen Prompt eingegeben, a cat as a mad scientist, das Bild kommt nachher, funny Pixar-Style. Ne? Also ich habe erstes Objekt definiert, die Katze, dann habe ich gesagt, okay, wie soll das Ganze irgendwie, verrückter Wissenschaftler, und dann noch in welchem Stil, funny Pixar-Style, und da kommen halt solche Bilder dabei raus. Das heißt, mit der Bilderstellung hatte ich jetzt bei dem Vortrag echt keinen Stress, eher eine Menge Spaß. Und wenn Microsoft jetzt mit KI noch um die Ecke kommt, muss ich sowieso keine Präsentation mehr machen, weil im Endeffekt macht das dann die KI. Das werden wir dann vielleicht in anderthalb Jahren sehen. Ob ChatGPT, DALL-E 2, Midjourney oder Stable Diffusion. Über die letzten Wochen und Monate hat das Buzzword künstliche Intelligenz nicht nur in der Tech-Branche Schlagzeilen gemacht. Wenn Sie genau hingehört haben, haben Sie gemerkt, welche Probleme KI hat. Nämlich mit der Sprachmischung. Das heißt natürlich nicht Buzzword, sondern Buzzword, aber KI, ne, deutsche Sprache, setzt es dann entsprechend um. Nochmal so das Thema KI und Qualität. Halluzinieren, Prinzip plausibler Müll, nenne ich das immer. Die schwurbelt auch mal und die erfindet auch mal. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm, wenn es durchschaubar wäre, aber die macht es relativ gut. Ein schönes Beispiel ist, da hat mich meine Redaktionskollegin fast gesteinigt dafür. Wir haben mal etwas gemacht für den Bereich Bibliotheken und ich habe dann irgendwie in ChatGPT irgendwas mit Bibliotheken, dritter Ort und so weiter, kam ein schöner Artikel raus, dann hatten wir noch was mit Podcasts und dann dachte ich, okay, machen wir weiter. Fragen wir doch ChatGPT, welche Podcasts von Bibliotheken gibt es? Und kamen 5 Stück raus, Stadtbibliothek, Frankfurt, Unibibliothek, so und so, klang alles extrem plausibel. Ich habe das meiner Kollegin rübergegeben, die war so schlau, hat das überprüft und keiner von den 5 existiert wirklich. Ja. Also das Ding ist gut, das muss man einfach wissen, deswegen trau keine Quelle, die du nicht selbst überprüft hast, das Ding ist verdammt gut im Lügen. Oder auch manchmal ein paar Dinge etwas, ich weiß nicht, ob Sie das alles so lesen können, man vergnügt sich natürlich auch mit einer KI und versucht dann ein bisschen rauszufinden, okay, was kann man denn vielleicht auch mit dem Ding ein bisschen drehen? Und ich bin dann einfach mal hergegangen, gib mir 5 Rezepte mit folgenden Zutaten, war ganz reguläres Zeug dabei, Paprika, Tomaten. Da fing ich mal an, Finn Crisp Knäcke mit reinzugeben, mal gucken, was er damit macht. Da war er so schlau und hat das komplett ignoriert. Und Himbeermarmelade gab es dann noch oben drauf. Und das war dann wirklich so, er hat dann ein Himbeermarmelade, Seitan, Paprika, Pfanne, brate die Seitanbasis, bis dahin alles okay. Und am Schluss
Schluss gieße Himbeermarmelade in das Gemüse und serviere es warm. Also es ist eigentlich richtig, aber sagen wir mal, ich mache es trotzdem nicht. Nichts für ungut, also warme Himbeermarmelade über Gemüse und so weiter. Aber auch hier nochmal, nur zum Verdeutlichen, wie die Maschine arbeitet. Ne? Also die geht natürlich nicht wie Mensch her und stellt die Assoziation her, Gemüse, Himbeermarmelade, tickt der noch? Sondern sagt einfach, ja, wenn er das will, kriegt er das. Gut, das war jetzt mal so, was im Publishing passiert, was wir so aktuell gerade alles ausprobieren, was es so in den einzelnen Medienformen für Entwicklungen gibt. Und da würde ich mal jetzt, ich sage mal so eher aus der Vogelperspektive, mal ein paar Dinge nochmal angucken. So im Bereich Hype-In oder Hype-Her, ich meine, ähnliche Entwicklungen hatten wir damals, deswegen heißt es hier auch der iPhone-Moment der KI. Etwas Ähnliches hatten wir ja auch mit dem ersten iPhone, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und Steve Jobs war tatsächlich nicht der Erste, der damals Smartphones auf den Markt geworfen hat, ganz im Gegenteil, aber er hat es halt einfach richtig gemacht. Ne? Und OpenAI mit der Art und Weise, wie mit KI gearbeitet werden kann, nämlich wie in einem Chat, mit einem Chatbot, hat natürlich hier einige Dämme weggebrochen, vor allem vor dem Hintergrund, das ist relativ spannend. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Historiker nicht durchbricht. Tatsächlich war eine der ersten KI-Anwendungen ja auch ein Chatbot. Joseph Weizenbaum, Eliza, irgendwann in den 60ern. Kollege Weizenbaum wäre, ich glaube, vor ein paar Wochen 100 Jahre alt geworden. Also da sieht man auch schon mal, wie alt eigentlich die Technologie ist oder die ersten Schritte. Es war eine Chatbot-Anwendung im Endeffekt auf einer sehr, sehr primitiven, regelbasierten, nicht mal so sehr maschinenlernenden Basis. Aber letzten Endes diesen Mechanismus, du kannst quasi wie mit einem Mensch reden oder mit einem Individuum auf der anderen Seite, hat natürlich für diese Werkzeuge, die ja vorher eigentlich alle schon da waren, natürlich, wie gesagt, einen echten Damm gebrochen. Und ich sagte ja vorher, man kann LinkedIn inzwischen, man kann eigentlich nichts mehr aufmachen, irgendwie keinen Feed, ohne dass nicht irgendwie ein neues AI-Tool irgendwie um die Ecke lugt. Das hat natürlich zu einer enormen Explosion an Kreativität und Tools geführt. Sehr, sehr viele, ich finde das auch schön, sehr, sehr viele Startups auch hierzulande machen eine Menge tolle Experimente. Wir hatten vorher Animate Me, die solche Dinge machen. Aber es ist natürlich auch die Frage, so in dieser gefühlten Goldgräberzeit, die wir im Moment haben, was für Konsequenzen hatten das eigentlich? Also was tun wir denn da eigentlich, wenn wir gerade mit unserem Schäufelchen im Sandkasten unterwegs sind und irgendwelche Sandburgen bauen? Was machen die? Und da würde ich hier nochmal ein bisschen drauf eingehen, vor allem im Publishing-Umfeld. Ich weiß nicht, ob das nur Medienmenschen sind, ich bin ja selber auch einer, aber sobald irgendwas Neues um die Ecke kommt, ist immer gleich, ich werde arbeitslos. Das ist so das erste Argument, ne? Und auch so ein Stück weit KI als Jobkiller. Wenn die im Endeffekt meine Arbeit als Journalist, als Journalistin macht, was mache ich denn eigentlich in Zukunft noch? Die Frage ist berechtigt. Man muss allerdings auch fairerweise dazu sagen, das ist so dieses Definieren von Content-Erstellung als so eine gewisse Edelfederarbeit, nenne ich das. Ne? Also wirklich hochgeistig, kreativ und so weiter und so fort. Ich denke mal, bei Produkttexten kann man Ähnliches denken, aber ich sage mal so, das tägliche Arbeiten mit Content ist halt dann doch ein ganz anderes. Und tatsächlich ist es so, dass relativ viel, was heutzutage an Journalismus passiert, ehrlich gesagt darin besteht, Pressemeldungen umzuschreiben. Da, zum Glück keine Journalisten, Journalistinnen hier, weil da wären jetzt wahrscheinlich schon wieder faules Obst und Gemüse geflogen. Aber es ist schlicht und ergreifend so. Ne? Es gibt sogar ein Tool, Ella Lab, die bauen sowas, da werden die DPA-Meldungen werden eingespielt, automatisiert. Und werden dann, sie können dann noch einen Stil vorgeben, wie sie es gerne hätten, werden dann umgeschrieben und fertig aus. Und da muss man halt einfach sagen, KI mag in Teilen vielleicht tatsächlich ein Jobkiller sein. KI ist aber das berühmte zweischneidige Schwert, etwas,
Also ich würde mich nicht als Journalist, Journalistin definieren über das Umschreiben von Pressemeldungen. Das soll die KI machen. Und das ist eigentlich genau dieses Einsatzgebiet, assistierendes Arbeiten, wofür KI im Moment auch taugt, technisch taugt, was aber eigentlich auch Einsatzgebiet sein sollte. Auch solche Dinge wie Disruption des Schreibprozesses, ja, im Bereich Assistieren. Ich hatte ja vorher so ein paar ganz praktische Beispiele. Und es werden vielleicht im Umgang damit auch bestimmte Fertigkeiten gebraucht in Zukunft. Das berühmte Prompt Engineering, das heißt, wie muss ich mit der Maschine reden, dass sie ein vernünftiges Ergebnis erzielt. Aber mei, so ist es halt. Da muss man sich halt an neue Dinge gewöhnen, wenn man die einsetzen will. Und die werden ja in der Usability auch immer einfacher. Also man merkt das schon, wenn man bei Midjourney ein halbwegs vernünftiges Ergebnis will, dann muss man wahrscheinlich, keine Ahnung, 2 Stunden rumexperimentieren mit Adobe Firefly, mit Schiebereglern und so weiter und so fort. Funktioniert das eigentlich schon viel einfacher. Und es gibt natürlich so insgesamt, gerade im Medienbereich, auch vielen Leuten die Möglichkeit zu publizieren, die vorher die Möglichkeit so nicht hatten. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. This simple storybook for kids has made over einfache Bücher für Kinder hat $176,000 als passives Einkommen erzielt. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie das auch geht. Sie schaffen das Buch, den Inhalt und hochwertige Illustrationen, alle durch die Nutzung von KI-Technologie. Also wenn Sie schnell Einkommen erzielen wollen, dann warten Sie bis zum Schluss, denn dieses Video enthält wertvolle Informationen, die Sie sonst nirgendwo anders finden. Das war jetzt natürlich, das Video kann ich wirklich nur empfehlen. Das war jetzt natürlich sehr amerikanisch, so im Sinne von Earn Money While Sleeping, Aufwand nicht so und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel hinter diesem Video, das spiele ich jetzt nicht komplett ab, das geht so 8 Minuten oder so, steckt eine sehr, sehr detaillierte Anleitung, wie ich mit ChatGPT und mit Midjourney zum Beispiel ein Kinderbuch machen kann. Und das zumindest mal, was ich in dem Video gesehen habe, das sah relativ gut aus. Und Amazon bietet ja mit Amazon KDP auch die Möglichkeit, selber als Publisher aktiv zu werden und sowas anzubieten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich hatte ja vorher die Audioverlage, die vielleicht etwas vorsichtig sein sollten. Es ist auch nicht so, dass ich sage, die Kinderbuchverlage werden jetzt alle untergehen. Als nächstes erwischt es die Zeitungsverlage und dann brauchen wir sowas wie Produktkataloge machen und so auch nicht mehr. So ist es nicht, aber da taucht an den Rändern links und rechts immer mehr auf. Und das sollte man, denke ich mal, generell im Auge behalten, vor allem, weil wir im Moment gerade in dieser Halbzeit viel über das Thema Content Creation eigentlich reden. Und richtig spannend wird es aber, da hatten wir gestern ein paar Vorträge dazu, zum Beispiel im Bereich E-Commerce, im Bereich Produktdatengenerierung, Metadatengenerierung, Produktabbildung und so weiter und so fort. Im Chatbot-Bereich, also im Kundenservice, wird KI auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Und wer schon mal mit dem Chatbot eines größeren deutschen Telekommunikationsunternehmens zu tun hatte, da kann KI nur besser sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insofern wird es nicht schaden. Und wir haben die Situation auch in der Programmierung. Also auch hier assistierend, es ist noch nicht so, dass die Systeme dann wirklich so nach dem Motto, also ich hätte jetzt gern einen Webshop, bau mir den mal. Das funktioniert noch nicht, aber zumindest mal assistierend, dass Leute wie ich, 2 linke technologische Hände, inzwischen eigentlich sowas auch relativ einfach basteln können. Ne? Und das sind natürlich so Dinge, die man im Moment eigentlich gar nicht im Auge hat, weil wir uns so sehr auf die Content Creation konzentrieren. Oder hier Beispiel mit einer Schnittstelle zu Expedia, OpenAI bzw. ChatGPT hat gerade massenhaft Plugins am Laufen zu, was weiß ich, Shop-Anbietern und so weiter und so fort oder Expedia, dass man da einfach chatbasiert relativ einfach eine Reise oder Ähnliches buchen kann. Das Ganze kommt am Ende natürlich auch auf die Frage, was KI macht, ist eigentlich, ich sage jetzt mal, vorhandene Dinge nicht unbedingt zu veredeln, aber zumindest mal
weiter zu bearbeiten. Das heißt, davor war eigentlich Mensch, menschliche Intelligenz, menschlicher Content, sagen wir es mal so. Und die KI macht etwas damit. Darf die KI das? Also ist ja eigentlich nicht generiert jetzt von der KI, sondern da werden Dinge verwendet. Das heißt, hier gibt es gerade eine Menge Streitigkeiten, eine Menge Überlegungen. Es gibt Ansätze von Grundsatzurteilen. Und ich finde es schade, dass ich nicht Jura studiert habe, weil ich wäre wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre hier mit solchen Dingen beschäftigt. Aber es passiert zumindest mal was. Es passieren Dinge wie zum Beispiel die KI-Aber-Fair-Aktion. Das ist eher so aus dem Medienbereich, aus dem Radiobereich, aus dem TV-Bereich, die schon sagen, KI ist okay, ist ein nützliches Tool. Aber irgendwie müssen wir daran partizipieren. Die arbeiten ja mit unseren Inhalten. Dann gibt es so Dinge wie die Wiener Deklaration. Das sind jetzt die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger. Die sind da immer etwas gnadenloser unterwegs. Sie sagen, bis hier nur nicht weiter. Erstmal Geld an uns und dann können wir mit den Inhalten irgendwie weiter Dinge machen. Und dann gibt es auch relativ viele Dinge auf EU-Ebene, die passieren, natürlich auch international. Cyber Resilience Act, Maschinenverordnung, AI Act ist insofern interessant, wenn man sich mit den Dingen mal beschäftigt, wo KI eigentlich gerade im Moment überall im Einsatz ist oder überlegt wird einzusetzen. Also Content Creation ist ein nettes Spielzeug, kann aber relativ wenig passieren. Wie sieht es aber in der Robotik aus, in der Chirurgie und so weiter und so fort? Das heißt, hier brauchen wir Regeln. Ja? Sonst würde ich mich dem Ding ehrlich gesagt nicht unter das Messer legen. Und hier auch noch zwei Beispiele, Wired und Guardian, nur ganz kurz. Wired ist hergegangen, war eine der ersten Publikationen, die Regeln und die auch transparent gemacht hat, definiert hat, wie gehen wir eigentlich mit dem Inhalt um. Und beim Guardian war es tatsächlich so, dass Wissenschaftler beim Guardian aufgeschlagen sind und gemeint haben, ChatGPT gibt mir Artikel von euch als Quelle aus, ich finde die aber nicht. Und da ist dann den Leuten, den Kollegen, Kolleginnen vom Guardian erstmal aufgefallen, von wegen, hey, die erfindet Artikel von uns, die es tatsächlich nicht gibt. Wie gehen wir eigentlich damit um? Ja, also da passiert tatsächlich etwas, aber das ist natürlich, ich sage mal, von der juristischen Auseinandersetzung bis zu dem, was dann wirklich passiert am Ende des Tages. Wie heißt es so schön? Ein weites Feld und zweischneidiges Schwert, das hatte ich ja vorher schon am Anfang, da muss man natürlich auch oft gucken, das Erstellen von Fake News. Ein Kollege von mir hat am Wochenende mal ganz kurz mit Midjourney, ein Foto gemacht, Astronauten, Apollo-Mission, Mojave-Wüste, ein Astronaut stand hinter der Kamera und hat die anderen Astronauten gefilmt. Also dieses berühmte, die Mondlandung hat nie stattgefunden. Sowas ist natürlich jetzt deutlich einfacher. Und ich sage mal, wer im Bereich Schwurbler und Verschwörungstheoretiker unterwegs ist, für den ist es ein Eldorado. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, wir hatten vorher KI als Jobkiller für Journalismus, werden valide Quellen, denen ich vertraue, wichtiger werden in Zukunft. Und das ist eine Chance für den Journalismus. KI und schwarzer Schwan, gehe ich mal rüber. Nur noch mal ganz kurz ein Beispiel, zweischneidiges Schwert. Was wir hier haben, ist eine App mit KI, Brick. Die macht etwas, was ich, als meine Kinder kleiner waren, wahrscheinlich echt öfters gebraucht hätte. Scannt im Endeffekt einen Haufen Lego und macht mir Vorschläge, was ich damit machen kann. Ja, recht hübsche Anwendung. Ist aber genau das gleiche Werkzeug, was für Face Recognition eingesetzt werden kann. Genau die gleiche Technologie. Und mit Face Recognition kann, es gibt ja so ein paar Unterdrückungsstaaten auf diesem Planeten, kann man natürlich auch eine Menge sehr, sehr unschöne Dinge machen. Also hier sieht man die Zweischneidigkeit dieser Werkzeuge. Oder auch das Thema, wie viel Entscheidung gebe ich eigentlich an die KI, an Algorithmen. Das ging, ich glaube, von einem Jahr oder so durch die Presse. Bei Amazon entscheidet die KI, wer die Kündigung bekommt und so weiter und so fort. Da haben dann ein paar Journalisten nachgebohrt und festgestellt, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Aber die haben einfach regelbasierte Mechanismen im Hintergrund, in der Logistik, wer sein soll, nicht erfüllt.
So, mit Blick auf die Uhr ist natürlich so die Frage, wie geht's weiter? Also KI und das Ende. Also erstens mal glaube ich Ende, nö. Zweitens, mich dürfen Sie nicht fragen. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Sam Altman hat hier eine relativ pragmatische Einstellung, die ich mal so zusammenfasse. Mei, die Welt geht unter, aber bis es soweit ist, bis sie durch KI untergeht, machen wir nochmal gutes Business. Kann man auch so sehen, keine Ahnung. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, mein Streifzug durch aktuelle Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Medienbereich war unterhaltsam und vor allem lehrreich für Sie. Mein Rat an Sie, bleiben Sie kritisch, aber neugierig, vor allem aber informiert. Nun wünsche ich Ihnen aber noch viel Spaß mit den weiteren Vorträgen auf dem Print D. Halt! Zwei habe ich noch, nur ganz kurz. Ich habe das auf LinkedIn gepostet und eine Menge Leute haben das kommentiert mit gruselig. Aber nur um Ihnen mal zu zeigen, wie einfach sowas ist. Ich habe ein Porträtbild von mir hochgeladen in das Tool. Sie sehen, ich habe eine Vorliebe für schwarze Hemden und schwarze Sakkos. Das ist schon etwas älter. Ich habe einen Text reingebaut und habe gesagt, generiere mir Video und dann kam das raus. Das ist schon mal ganz okay. Ja, gut, es ist ein bisschen gruselig. Aber wenn jetzt noch etwas Bewegung in den Kerl reinkommt und so weiter, dann kann man so kleine Intros eigentlich relativ leicht machen. Das heißt, ich denke mal, nächster Print Day, anderthalb Jahre, da werden wir einiges in dem Bereich sehen. So, jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und einen habe ich noch. Dann gebe ich aber echt Ruhe. Ich gehe auch gleich. Falls sich jemand für das Thema ChatGPT, was gibt's gerade für Anwendungen und so weiter, interessiert, das haben wir letzte Woche rausgebracht. Da waren eine Menge Menschen am Arbeiten, also auch KI, aber auch eine Menge Menschen. Und das können Sie gerne kostenlos runterladen, ist ein PDF. Link führt auch direkt zum PDF, also es werden keine Adressen abgefragt und so weiter. So, jetzt bin ich ruhig. Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Es geht jetzt in die kurze Pause, noch 8 Minuten lang, aber der Herr Mayer steht auch noch unten sicher für Fragen zur Verfügung. Sie sind ja auch noch da, gell? Ich bin noch da. Alles klar, vielen Dank, Herr Mayer. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Spaß mit dem Kaffee und so weiter. Und wir sehen uns.